Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator, hier mit neuer, fetziger Musik und Dr. Who im Hintergrund. Der ist gerade gelandet hier mit seiner TARDIS in meinem Wohnzimmer. Und passt auf, dass wir die Zeit einhalten. Naja, ist vielleicht nicht der beste Time-Wächter. Time-Lord. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, dich auf meinem Empfangsgerät, dich auf meinem Empfangsgerät zu empfangen. Nee, ist klar, Gala. Mich auf deinem Empfangsgerät in dein Ohr zu stecken oder in deine Augen. Und hier würde ich gerne mal wohnen. Also ich würde ja gerne wirklich mal, so bekloppt die Amis auch sind und so wenig es wahrscheinlich mit diesen merkwürdig denkenden Leuten aushalten würde. Ich meine, hey, die wollen Trump wählen, ernsthaft? You serious? Würde ich gerne in so einem Vorort wohnen, weißt du? So, wo jeder so sein quadratisches Fleckchen Erde hat mit weiß angemaltem Vorgartenzaun und oh, wir sind gerade rechtzeitig, hier ist gerade eine Aktion, 50% off. Diesmal versuche ich dran zu denken, mir zu merken, wo der LKW steht. Nehmen wir die 90 XP mit oder machen wir die schnelle Nummer? Wir nehmen das Schwere. To entertain you. Und das Ganze überspiegeln natürlich. Das machen wir jetzt schon seit ein paar Folgen. Mehr oder weniger erfolgreich. Ich muss mich gerade konzentrieren. Sorry, dass ich nicht die ganze Zeit rede. Ohne Cheater-Kamera. So war der Deal, ne? So hatten wir ja gewettet. Welcher Zuschauer war das gerade? Das war kein Zuschauer, das war im Spiel. Ja. So, wir müssen mal eben kurz hier den Behindertenparkplatz ausleihen. Ich glaube, es wäre einfach gewesen, wir wären gerade ausgefahren und hätten dann gerade zurückgedrückt. Na, jetzt zu spät. Vielleicht. Welchen Spiegel? Wo ist denn der andere Spiegel eigentlich hin? Da hinten ist der Spiegel, aber der sagt mir, das passt, ne? Nicht aus dem Spiegelbereich rausdrehen. Was soll ich denn ohne Spiegel machen? Ich habe ein nicht so gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Komm, wir ziehen den nochmal einmal raus und dann machen wir es nochmal richtig. Wir fahren nicht über die Parklücke, wir fahren vernünftig zurück. Komm. Ah, diese automatische Lenkung, die nervt auch so ein bisschen. So. Ja, in dieser Folge seht ihr, Gardehol parkt ein. Die ganze Folge übrigens. Ich bin ja auch aus der Übung, ich bin ja schon ein alter Sack. Das war jetzt ein bisschen zu steil. Ich soll glatt nochmal ein bisschen gerade ziehen hier. So. Jetzt aber. So, und jetzt fahren wir den an die Wand war das, ne? Ich glaube, da brauchen wir wieder ein bisschen Abstand hier. Aber der Typ da vorne, der sieht mir nicht ganz geheuer aus. Also jemand, der am helllichten Tag auf die Einkaufswagen aufpasst.
Ich weiß ja nicht. So, hier ist Delivery Zone. Da sind wir auf jeden Fall schon mal richtig. Jetzt müssen wir natürlich nochmal vorziehen hier. So. Und jetzt? Jetzt stehen wir gleich da. Ja, also hier, ihr seht, wie perfekt ich in Richtung Parklücke fahre. Wie kein zweiter. Wie ein junger Gott. Entschuldigung. Da müssen wir nur nochmal leicht nachjustieren hier. Ich glaube, wenn man in der Realität so fahren würde, dann wäre der LKW schon komplett kaputt. Ja, das hat es jetzt nicht besser gemacht, weil jetzt hänge ich gleich hier ganz fest. So. Aber guck mal da, 3-Sterne-Symbol, da können wir gleich stolz sein, wenn wir das wirklich geschafft haben. Komplett nur über Spiegel. So, jetzt noch auf die passende Höhe fahren und dann müssten wir es ja eigentlich haben. Und dann fahren wir als nächstes zu einer Tankstelle und pennen eine Runde. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die nächste Fernfahrt an, weil ich glaube, das ist ganz gut, aber das sehen wir gleich in den Statistiken. So, perfekt, oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Hm? 94 EP. Ja. Gute Frage. Bringt das was? Ich würde das jetzt einfach nochmal probieren. Aber wir gucken mal, dass wir wirklich in die Richtung kommen, wo wir hinwollen. Also, Richtung Wüste, nicht schon wieder zurückfahren. Ah, perfekt. Ah, das geht jetzt nicht. Wir wollten ja pennen. Ah, dang it. Ach, da hätten wir so eine schöne Strecke jetzt gehabt. Aber wir müssen jetzt leider erst pennen gehen. Und zwar gucken wir mal, wo das geht. Da vorne, dann können wir auch gleich die Stadt mit entdecken. Hä? Will er mich veräppeln? Soll es eine Einbahnstraße sein oder was? Ich glaube, Madame beliebt zu scherzen. Was ich aber sagen kann, ist es auf jeden Fall... Wo ist eigentlich Musik hin, die geile? Ja. Ich hoffe, diese Streckenführung ist jetzt richtig. Ich traue der Sache nicht so ganz. Ich traue einfach mal dem Route Advisor.
Eventuell ist das so komisch, weil wir da auf irgendeine Autobahn drauffahren und wir nicht mal runterkommen oder so. Ich weiß es nicht. Also, da müssen wir auf jeden Fall links. Dann einmal bei Walibert vorbei. Aha. Da ist ein Kollege von uns. Auch in der Kennwurst. Den wollen wir natürlich in der Möglichkeit jetzt nicht reinfahren. Ach, das wäre so schön gewesen, wenn wir jetzt die Strecke noch nehmen könnten. Hoffentlich. Ich möchte gerne in die Wüste und dann... Und dann einmal wunderschön, guck mal, hier am Meer entlang. Ach, das ist schon hübsch, ne? Guck mal, hier auch, weißt du, das ist ja perfekt, ne? Hier am Meer und dann hat jeder hier sein Vorgartenhäuschen und da ist ein Paraglider. Und da hinten ist ein Freizeitpark. Könnte die aus Prim sein, haben sie einfach hier reinkopiert, hä? Die Schlingel. Ja, aber war hier nicht eine Tanke? Achso, wir müssen gleich wieder rüber. Okay, nichts gesagt. Und dann? Wird übrigens immer noch viel debattiert, wie das funktioniert mit dem Autohof. Warum man da manchmal halten kann und manchmal nicht und überhaupt. So. Bei der Musik kann man natürlich auch gut pennen. Jetzt gucken wir mal, was die anderen Jungs so gemacht haben. 700 von Jordan A. Jordan A ist im Level aufgestiegen. Yay. Ja, der Gregory, der konnte keinen Auftrag finden. Der kostet nur Geld gerade. Noch was? Einkommen, Gregory, aha. Also der muss aber noch ordentlich ran mal. Noch was? Gregory, 588, okay. Noch was? Na, Kreditraten. 7000. Also ihr seht, wir liegen mit den Kreditraten etwas unter unserem täglichen Einkommen. Noch was? Nicht. So. Der Auftrag ist noch verfügbar. Mal Glück gehabt. Glück gehabt, das hättest du sehen können, indem du das, das, das machst. Okay. Da war irgendwas nicht geschaltet. Ich weiß auch nicht. Manchmal passieren hier komische Dinge. So, Stoppstraße. Ich habe schon Frauen an dem Stoppschild verzweifeln sehen. So. Ich bin aber heute wieder frauenfeindlich hier. Was ist denn da los? Soll dann einmal Auflieger abholen? Oh, wir sind viel zu schnell unterwegs. Wahrscheinlich wieder ein bisschen außerhalb der Stadt.
Slick in L.A. Wir sind in Santa Cruz und spielen einen Song aus L.A. Warum auch nicht? So, dann geht hier nochmal der wichtige Hinweis. Diese Folgen kommen natürlich nicht mehr täglich, weil das geht überhaupt nicht. Ich kann das gar nicht leisten, ich bin kein Tier. Deswegen bedeutet das, ihr müsst auf den Sendeplan gucken, wenn die nächste Folge kommt, unter tv.garderoll.de. Wenn die Folgen nicht mehr täglich kommen, bedeutet das nicht, dass die Projekte eingestellt sind. Ebenso gibt es zwischen den Projekten immer wieder Pausen zwischen 2 und 4 Wochen. Das heißt, bis neue Folgen kommen, kann auch eine Zeit vergehen. Was ist falsch? Deabonnieren, weil es kommen weitere Folgen. Was ist richtig? Erst recht ein Abo lassen da. Ein Abo lassen da? Genau, ein Abo lassen da, weil dann verpasst man auf jeden Fall nicht, wann neue Folgen kommen. Ist das clever? Und du bist doch clever, oder? Also drück auf den Abonnieren-Knopf. Dankeschön. Gas geben können wir auch, ne? Geil, du musst das nicht immer sagen. Mach ich das erst recht nicht. So, jetzt geht's hier ein bisschen an der Küste lang. Warum machst du eigentlich den ganzen Tag auch Fernlicht und normal? Entschuldigung. 40 EP für Fahren während der freien Fahrt. Ich glaube, damit kann man auch so einiges reißen. Jetzt zum Beispiel, Moment. Noch eben hier Sachen aufdecken, die wir noch nicht aufgedeckt haben. Das sollte man ja auch immer machen. So als Komplettist. Ach, so eine geile, was war das, eine verranzte Fabrik oder Tankstelle, irgendwas. Total geil. So mit dem LKW mit Ladung. Kämen wir hier wahrscheinlich nicht durch. Ich mache jetzt immer einmal kurz zurück, wenn der Song wechselt, wenn ich dann denke, damit ihr den Titel seht und wisst, wie der heißt. Da wäre es auch cool, wenn es eine Mod gäbe, bitte, liebe Mod-Entwickler, die die Mods, die Songs, die gerade gespielt werden, den Titel einzeigt. Gibt's das? Das gibt's bestimmt, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, wir sind hier bei Voltisen Motors. Ich ahne ja, dass das Volvo sein soll. Und in der nächsten Folge holen wir die Ladung ab und fahren in die Wüste. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und wir fahren jetzt mit mit richtig viel Autos. Das ist schwere Fracht. Mal gucken, wie das hinhaut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.